Willkommen zurück auf der Limelight. Ein weiteres Kapitel unserer Weltreise geht dem Ende entgegen. Jetzt geht es nämlich nach Mexiko. Genau, wir brechen jetzt auf Richtung Mexiko. Ja, das Kapitel Panama hat etwas länger gedauert, als wir es uns eigentlich vorgestellt haben. Wann sind wir angekommen in Panama? Im Dezember. Und wo? Auf den wunderschönen San Blas-Inseln, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Wunderschön. Sollte man nicht verpassen. Die haben wir noch ein bisschen bereist, auch mit unserer Tochter Kira und Phil. Den Film seht ihr hier oben. Anschließend ging es zu einem entscheidenden Schritt während unserer Weltreise. Ja, im Februar sind wir dann gemeinsam mit Phil und Kira durch den Panama-Kanal gefahren, und sind dann im Pazifik gelandet. Und das ist schon ein Schritt, wenn man den Panama-Kanal hinter sich gelassen hat und der große Pazifische Ozean vor einem liegt. Ja, dann hatten wir geplant, so im März weiter zu segeln nach Französisch-Polynesien. Tja, das war dann mäßig. Dann kam Corona. Sollte nicht sein. Glenn, der kommen sollte, ist nicht gekommen. Flüge gab es weder nach Deutschland noch nach Panama. Also die Welt stand still. Wir waren dann auf den Las Perlas und haben da die meiste Zeit verbracht. Wunderschöne Inseln, sollte man auch nicht verpassen und nicht nur zum Zwischenstopp nehmen, um dann nach Französisch-Polynesien zu fahren. Die Leute da sind sehr nett, sehr bemüht, haben uns mit Lebensmitteln versorgt. War klasse. Also es war auf jeden Fall ein Highlight auch, die Las Perlas. Mal was ganz anderes, also ein Tidenrevier mit fast bis zu 6 Meter Tidenhub. Herrliche Buchten, einsame Strände, wilde Natur. Da sind wir zwischenzeitlich, weil es ja nicht weiterging, nach Deutschland geflogen und hatten den Plan, den Glenn mitzubringen und waren dann im Oktober wieder in Buenaventura, Marina, Panama mit der Hoffnung, dass es losgeht. Ja, sollte mal wieder nicht sein. Im Februar stellten wir den Antrag nach Französisch-Polynesien und bekamen sofort die Absage. Französisch-Polynesien war mal wieder gesperrt. Also keine Chance mehr, im Jahre 2021 nach Französisch-Polynesien zu segeln. Ja, da mussten wir uns was überlegen, weil 14 Monate Panama reichen. Wir sind nämlich eigentlich unterwegs, um neue Länder kennenzulernen, neue Menschen kennenzulernen, um unterwegs zu sein. Und 14 Monate an einem Stück, das wollten wir nicht. Also gab es einen neuen Plan. Ja, der andere wurde verworfen, Ecuador wurde gestrichen und es heißt dann, es geht nach Mexiko. Und jetzt sind wir kurz davor. Jetzt gleich geht's los nach Mexiko. Viel Spaß. Eine Anmerkung habe ich noch. Also wir würden uns sehr freuen, wenn es etwas mehr Kommentare unter unseren Videos gibt. Warum sie euch gefallen, was euch gefällt, was euch vielleicht nicht gefällt, was wir besser machen können. Also bitte schreibt ein paar Kommentare. Am Ende des Videos habt ihr noch die Möglichkeit, unser Patron zu werden, also unsere Reise zu unterstützen. Klickt einfach auf den Link Patreon und ihr werdet auf die Seite weitergeleitet. Lest es euch bitte mal durch. Viel Spaß bei der weiteren Verfolgung unserer Reise. Noche a Pimasito.
2021. Wir verlassen Puerto Amuelles und auf geht's Richtung Mexiko. Wir schleichen uns an der Küste Mitte Amerikas entlang, machen ein paar Stops. Morgen Abend wollen wir also in Costa Rica unseren ersten Stopp einlegen. Wir fahren gemeinsam mit der Fahrlinie 2. Die sind da vorne. Der Wind soll gleich noch kommen. Dann hoffen wir, dass wir schön segeln können. Da hinten um das Kap geht es noch rum. Und genau an der Spitze des Kaps ist die Grenze zwischen Panama und Costa Rica. Herrliches Segeln an der restlichen Küste von Panama entlang. Die Annette ist auf Kurs. Machen wir gut Fahrt. Wie viel? 5,6. Wow. Das ist der letzte Zipfel von Panama. Herrliches Segeln bei 12 Knoten Wind, 4,5 Knoten Fahrt. 3,9 Knoten Fahrt. Delfinshow im Sonnenuntergang. Kurz vorm Sonnenuntergang. Delfin Watching. Das, was ihr da übrigens seht, ist unsere Navigationsbeleuchtung. Grün Steuerbord, rot Backbord für die Nichtsegler unter euch. Aber man hört sie, die Delfine. Der dritte Tag. 5 Knoten Wind. Endlich kommt der Gänaker mal wieder zum Einsatz. Und wir fahren mit sage und schreibe 2 Knoten Fahrt über Grund Richtung unseren nächsten Ankerplatzes. Ein Teil der Crew chillt
hat eben gerade seine Wache abgegeben. Und der andere Teil der Crew knüpft immer noch das Netz. Bahia Drake in Costa Rica angekommen. Nach einer wunderbaren Nachtfahrt. Also die Nachtfahrt, die wir hatten, die war einerseits wirklich wunderschön, andererseits sehr schleppend, weil wir hatten halt keinen Wind mehr, keine Wellen. Und sind recht lange vor uns hingedümpelt, aber da wurden richtig schön begleitet von Delfinen und auch großen Fischen, die rechts und links rausgesprungen sind. Aber leider hat sich das halt alles sehr weit in die Länge gezogen, weil wir nicht vorwärts gekommen sind. Deswegen haben wir uns jetzt auch dazu entschieden, erstmal keine Nachtfahrten mehr zu machen, weil nur noch tagsüber Wind ist. Immer gegen Nachmittag zwischen 14 und 16 Uhr. Jetzt gibt es hier ein neues Projekt. Annette, berichte uns kurz, wie der Plan aussieht. Der Plan sieht aus, ich werde das jetzt mal hier flechten. Auf 3 Meter. Was wird das denn? Wenn ihr mal da drüben schaut, gibt es da ein Netz. An dem habe ich mich ja schon versucht. Das ist aber nicht breit genug. Da fällt das Obst und das Gemüse wahrscheinlich raus, wenn wir Wellen haben. Also brauche ich ein breiteres Netz. Und jetzt würde ich mir eins flechten. Mal sehen, ob das was wird. Also kurz und knapp gesagt, die Annette produziert ein neues Netz. Vielleicht. Guckt euch das mal an, was für geschickte Finger die Annette hat. Das wird ja kein Netz, ich glaube. Das wird ein Kunstwerk. Zum Sonnenuntergang fahren wir in die Playa Uvita ein. Hier vor den kostarikanischen Bergen. Glenn erhofft sich noch einen Fisch, aber seit Tagen beißt hier nichts. Wasser wie auf dem Elbkamm.
große Welt, aber wahrscheinlich bleibt. Schießen mit 5,2 Knoten an der Fradolin vorbei. Sehen. Ah doch, ich glaube, da ist jemand am Steuer. Die Crew ist auch aufgestanden. Ach nee, das ist ja die Kantine. Ausgeschlafen. Also guckt euch das an, so fängt der Glenn Fische an der Schwanzflosse. Der kann. Also Fehlinformation, er hat schon gebissen, aber hat sich die Leine um den Schwanz gewickelt. Ja, so ein Depp. Wir laufen ein in die Bucht von Repos. Sind heute 14 Meilen mit Motor gefahren und 18 unter Segel. Heute zum Kap Judas, das seitlich Backbord ist eine riesige Fischfarm. Ich habe erst gewundert, was das ist, aber jetzt sieht man es, das ist alles mit Netzen auch oben drüber, also eine Fischfarm. Heute Nacht liegen wir vom Capo Blanco und wir peitschen riesige Wellen rein. Das ist der Glenn, der in die Sterne guckt. Gibt's wohl nicht. Gibt's ja keinen. Nur an, wie sich der Mast bewegt. Ah. Festzustellen, ob wir uns nicht auch bewegen. Morgen. Heute ist der 14. März. Wir liegen am Capo Blanco. Es ist 5.45 Uhr und wir wollen heute ein bisschen früher los. Da wir heute einen größeren Schlag haben, wollen wir über Nacht fahren, haben so um die 80 Meilen und hoffen, dass wir auch ein bisschen Wind haben. Das ist ja der Grund, warum wir so früh schon aufbrechen heute. Da hinten geht die Sonne auf. Es war eine ganz schön unruhige Nacht. Ganz schön geschaukelt hier. Ein weiterer Tag auf der Limelight auf dem Weg nach Mexiko. Es ist heute schon der zweite Kaffee, weil wir haben noch nicht gefrühstückt. Das werden wir jetzt gleich machen. Schauen wir mal, wie das da vorne in der Kohle aussieht. Ja, die Annette entspannt. Sie hat nämlich gerade Freiwache und ist jetzt gleich erst dran. Die
Glenn freut sich hier an der Mathematik, an diesem herrlichen Sonntag. So Spaß. Wir haben sehr wechselnde Winde, kaum Welle. Manchmal machen wir 5 Knoten Fahrt, manchmal nur 0,5. Aber wir wollen vermeiden, den Motor anzuschalten, weil ja das Wasser austritt, das Kühlwasser. Und wir hoffen, dass wir es noch schaffen bis nach Mexiko mit diesem Motor. März. Die Papagaios-Winde haben uns endlich erreicht. Tun uns aber nichts. Tun uns aber nichts. Wehen jetzt vielleicht mit 20 Knoten. Wir haben das zweite Reff im Großsegel und auch die Genua ein wenig gerefft. Wir fahren schön mit 5 Knoten und unser Ziel ist Murcielago. Wir sind angekommen auf Islas Murcielagos. Und heute gibt's Pizza. Mit Ananas. Jetzt könnt ihr haten oder nicht, wie auch immer, was auch immer ihr denkt. Esst ihr Pizza mit Ananas oder nicht? Schreibt es in die Kommentare. Genau, da brauche ich gar nichts mehr zu sagen. Du brauchst auch nichts mehr sagen, du sollst jetzt den Teig hier. Der Glenn, der hat von der Ananas gegessen. Ganz schlimm. Dann esse ich mal ein Stück von der Wurst. Toll, und ich kriege hier gar nichts. Ich habe hier den härtesten Job und kriege gar nichts. Das Wichtigste an der Pizza ist das Ausrollen des Teiges, den die Annette so schön angerührt hat. Und das Allerwichtigste auf einer Pizza ist die Fertigsoße. Was bitte? Eine Fertigsoße. Und kaum. Das ist also nicht die Fertigsoße, sondern die selbst angemischte Soße von der Annette. Aus dem Tetra. Und man achte darauf, auf dem Teig, da sind so Spuren drin. Die sind wofür da, Glenn? Dass so der Teig, die Soße drin bleibt. Und vor allen Dingen muss sie mit Liebe gemacht sein. Dann erst ist es eine richtige. Endlich ist es soweit. Nach 27 Minuten im Backofen gibt es endlich dieses Meisterwerk, wo doch jeder italienische Pizzabäcker neidisch wird. Jo. Wieder mal gibt's das Thema Wassermacher. Unser Katadyn E40 braucht mal wieder eine neue Dichtung. Das ist schon so eine never ending love story. Ja, aber er ist jetzt eine ganze Zeit lang gut gelaufen. Zum Schluss hat er immer wieder ein bisschen mehr Luft gezogen. Und dann haben wir gemerkt, dass da irgendwo eine Dichtung nicht mehr so ganz dicht ist. Und diesmal nimmt der Glenn sich dieses Problems an. Auseinandergebaut ist er. Und das Problem sieht man da drin auch. Da ist Salz. Das heißt, irgendwo ist die Kolbenstange nicht richtig abgedichtet. Und da läuft das Salzwasser raus. Alles schön gereinigt und jetzt werden die Dichtungen mit Silikonfett eingeschmiert, nicht mit ölhaltigen Produkten, und alles wird wieder
montiert. So, es geht in die Endphase. Kolben und Kolbenstange werden verbunden mit einem Bolzen. Werden sie nicht. Warum nicht? Die passt nämlich nicht. Passt nicht. Oh, es ist irgendein Loch geschrumpft. Eben gerade waren die Ranger da und haben uns darauf aufmerksam gemacht, dass das hier ein Naturschutzgebiet ist. Und wir müssen da vorne zum Rangerhäuschen gehen und uns anmelden. Jetzt saugt er erstmal das Wasser an, hat da natürlich noch ein bisschen Luft drin. Ganz normal. Sieht's aus? Mehr als vorher. Jo! Hat der Glenn erfolgreich repariert. Gewartet. Erfolgreich am Strand angelandet. Und jetzt geht's da hinten hoch zum Ranger, um uns anzumelden. Da haben wir ja Glück, dass wir den Frühling erwischen. Ja. Oh, hier gibt's sogar eine Palme. Nein. Guck, ist nicht eine Palme. Die hat sich doch einhauchen hier drin. Ein Schildkrötenpanzer. Sieht aus. Cool. Ja. Oh, ich habe zu viel rausgeschmissen. Oh Gott. Oh, tut mir leid, jetzt muss er wieder einziehen. Das wimmelt aber auch. So, die ja, haben die abgenagt. Die gucken, was hier rauskommt. Ja. Die sind alle fettgefettert worden. Ja. Wahnsinn! Jo, die haben sich alle ernährt. Hey, ihr lauft alle falsch. Die werden sie reinkriegen, wenn sie weg sind. Nur das Weibchen, das kämpft um Luft. Ja, super. So. Die Leute wissen. Das morgendliche Rentnerschwimmen. Na, guten Morgen, dem Filmer. Guten Morgen. Das Altenheim hat Ausgang. Boah, das ist ja aufgegriffen. Senioren schwimmen. Am Morgen. Am Morgen, es ist 6 Uhr, jetzt geht's gleich los, die Winde sollen heute Morgen gut sein, wir wollen heute zwar nur 15 Meilen, kurz hier um das Kap herum, aber der erste Fisch um 6.35 Uhr, ein und Bonito, und geht wieder schwimmen, so, hast du gesehen, nee. Wieder abgegangen ist, eine Nachtfahrt. Laufen wir jetzt ein in die Bahia Basilica. Hatten heute Nacht teilweise bis zu 25 Knoten Wind. Viel gekreuzt. Und jetzt sieht hier die Landschaft ganz anders aus. Total schwarz. Aber das ist auch hier der Anfang von dem Papagayo Jetstream. Ich vermute mal, durch den starken Wind, der permanent ist, ist das hier auch alles sehr ausgetrocknet. Es ist soweit. Die Schwimmwesten werden angelegt. Ja. Ist auch recht wellig und windig. Also die Papagayos, die haben es in sich. Jawohl. Boah, das hätte ich auch nicht.
War der schon gebrechlich? Oh, da kommt ein Fischer. Also wo sind wir? Santa Elena. Bahia Santa Elena. Nach einem heißen Ritt von 30 Meilen, also tatsächlich gesegelte Meilen, 15 brauchten wir nur, sind wir hier angekommen und warten jetzt, bis die Papagaios-Winde etwas schwächer werden. Ja.